Hey meine Freunde und heute wieder herzlich willkommen bei uns auf dem Radioactive Server. Update-Video zusammengefasst in einem Video alles über die drei Wale. Als Beispiel haben wir jetzt hier, damit wir es clever abregeln können, eine Trireme, ja, Balliste, Munition und es sind wieder ein 100% Schiff und die Waffen sind ebenfalls 100%. Wichtig für diese Wale, euer Schiff sollte bzw. muss 15 Knoten ja, überschreiten, sage ich mal, damit ihr auch vor dem Schlimmsten von den Walen wegkommt. Hier seht ihr sie einmal. Wir haben einmal den Narwal, den Sperm Whale und jetzt kommt dann auch der Blauwal jeden Moment eingeblendet. Da seht ihr ihn. Das sind die drei Bosse, ja, sprich Boss-Wale, welche einen Erfolg freischalten. Wir fangen an hier mit dem Narwal. Ihr seht ihn. Ja, ich bezeichne ihn auch gerne als Almighty Unicorn. Da haben wir sogar noch einen zweiten. Wer freut sich da nicht? Wo könnt ihr die finden? Ja, Narwal, Arktis, sprich E3, E4, dort könnt ihr die finden. Ganz selten schwimmen die auch mal über die Gridgrenze, dann könnt ihr die auch in den Nachbargrids finden. Aber das ist ja meistens nur mit dem Zutun von anderen Spielern. Ja, der Narwal macht ungefähr 14 Knoten mit einer grauen Bewaffnung und 100% Schaden braucht ihr ungefähr 500 Ballista-Bolzen pro Narwal. Die solltet ihr da auf jeden Fall einplanen, weil sonst habt ihr einen sehr schnellen Wal, der euch einfach nur auf die Nerven geht. Der Narwal ist extrem aggressiv, also ist der aggressivste der drei Wale und hat eine extrem hohe Aggro-Range. Sprich, er sieht euch in dem Moment, wo ihr ihn seht, spätestens. Und dann wird es gefährlich. Der Lootpool, einmal das Narwalhorn, was ihr dann auch ja, beim Narwalkiller-Erfolg, welchen ihr freischaltet, braucht für das mythische Spyglass. Und Mythos sind ja in dem Narwal drin. Ihr könnt natürlich euch auch von dem Narwal das Taxidermy holen. Gehen wir über zum Sperm Whale. Sperm Whale kommt ebenfalls in der Arktis vor, sprich E3, E4. Ist auch ein ja, aggressiver Wal, ist aber ja, wesentlich langsamer. Ihr seht es jetzt, ungefähr 8 Knoten. Schafft der Wal, ihr braucht mit grauen Waffen ungefähr ja, 60 Ballista-Bolzen, hat ja, einen Flieh-Modus noch dazu, sprich er wird hin und wieder einfach mal abdrehen und Kreise drehen, da müsst ihr dann einfach warten, der kommt schon wieder. Was hat er als Lootpool? Ja, ein paar random Blueprints, Schiffsbauteile halt, Gold und Munition kann er auch dabei haben, das ist allerdings ein bisschen random. Und ihr schaltet den Sperm Whale Killer Skill frei, der in vielen Videos großer Bestandteil ist, gerade in den Taming-Videos. Kommen wir zum letzten Wal. Ihr seht es, E1, E2, E5, E6, sprich in den kalten Regionen und nicht in der Arktis, ist der Blauwal. Ja, der schafft es gerade mal auf ungefähr 5 Knoten. Ihr benötigt circa 30 Ballista-Bolzen. Der Wal ist passiv. Manchmal ist er ein bisschen buggy, dann bewegt er sich. Also ihr kriegt keinen Schaden, dann einfach mit dem Karabiner anschießen. Das funktioniert in 99% der Fällen und ihr könnt ihn entbuggen. Im Lootpool einfach nur Gold und ihr schaltet den Blaue, ja, Blue Whale Killer frei und ihr kriegt die 100% Prawning Speed und 50% Crouching Speed. Ja, mein Tipp an euch, alle drei Wale solltet ihr zumindest einmal gekillt haben für die Achievements und damit die Boni, zumal die halt auch zum Teil Discoveries geben. Das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen kurzen Eindruck über die Wale bekommen. Und das war's. Bleibt gesund und bis bald auf dem Radioactive Server. Ciao, ciao.